Damit willkommen zurück zu Earth 2150. Ja, das letzte Mal so eine lustige kleine Füllerfolge, wo wir nur ein bisschen Forschung gemacht haben und die Ionenkanone bekommen haben. Jetzt haben wir noch ganz andere Dinge. Zum einen schwere gelenkte Raketenwerfer und schwere Lasergeschütze. Zum einen mit Ionenkanonen oder was auch immer, vielleicht auch Luftabwehr möglicherweise. Zum anderen. Das ist sehr gut. Allerdings würde ich sagen, da ich jetzt schon so viele Kampfeinheiten gebaut habe, wollen wir die gleich mal ins Feld führen. Genau, der ist nämlich randvoll. Und man könnte noch die zweite schwere Geschichte bauen. Zum Beispiel hier auf einer Wolga zum Beispiel. Genau, das Gute an Wolga ist jetzt offensichtlich, man kann auf Wolgas die schweren Schilde, also noch besseres Schild als auf den Kaukasus, positionieren. Und das ist ganz günstig. Jetzt kann ich hier eine schwere Ionenkanone mit Schaden 500 drauf beamen. Das ist auch nicht so verkehrt, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Gerade wenn man zum Beispiel den Feind umgehen möchte übers Wasser und geschwind die Energie lahmlegen. Ein Schuss und das Feierabend. Allerdings kommen sie dann wahrscheinlich wieder mit ihren Reparatureinheiten um die Ecke. Wie man es macht, immer hat der Feind eine Antwort. Gut, dann wollen wir doch mal schauen. Wir haben Rohstoffbeschaffung, glaube ich. Genau, Panama und Indien. Ja, große Mengen an Bodenschätzen fördern Streitkräfte der UCS und der LC. Ihre Aufgabe ist es, Minen zu errichten und der Basis so viele Rohstoffe wie möglich zu schicken. Hier ist gleich in grün. Machen sich auf heftigen Widerstand der feindlichen Kräfte gefasst. Heftiger Widerstand. Also hier haben wir keinen heftigen Widerstand in Indien oder wie darf ich mir das vorstellen. Sind aber zwei Gegner. Hier haben wir nur die UCS. Aber heftig, heftig wird es hier. Und ich muss Bodenschätze im feindlichen Gebiet abbauen. Panama oder Indien. Was nehmen wir da am sinnlosesten? Ich würde sagen, weil wir es hier nur mit einem Gegner zu tun haben, konzentrieren wir uns mal auf die UCS. Also nehmen wir mal diese Mission und schauen uns an, was wir zu tun haben. Und zwar gleich, nachdem ich die Pause beendet habe. Ah ja. Befehl Nummer ANB 24101. Sie kommen in letzter Zeit ganz schön rum. Die Bedingungen sind ganz ähnlich wie in Amazonas. Und da haben wir ja auch zweimal anfangen müssen, weil es nicht gereicht hat von den Materialien. Wir haben große Vorkommen an Bodenschätzen im Norden registriert. Ihre Aufgabe ist es, eine Basis zu errichten und uns mit 50.000 Credits zu versorgen. PS, vielen Dank für die Kriegsgefangenen aus dem Amazonas. Leider haben sie den Winter nicht überlebt, aber meine Jungs haben sich über die Abwechslung riesig gefreut. Sehr makaber. Aber gut. So, hier sind wir nun also und haben, da müssen wir speichern, ja ne, machen wir auf den guten alten hier weiter. Ne, so alt ist er nicht, aber für mich ist er schon gut und alt. Moment, hier links sehe ich etwas, was ist das? Achso, da müssen wir hin, im Norden, naja, so richtig Norden ist das nicht. Wie kommen wir denn da hin? Und wieso fahren sie so komisch? Hätte ich ein Baufahrzeug mitnehmen sollen? Transporter ist angekommen. Wir laden einfach mal aus. Sie fahren. Ach. Wahrscheinlich. Jawohl. Machen wir Sicht aus. Jawohl, okay. Moment, heißt das jetzt, dass ich mich da durchkämpfen muss? Kann das sein? Was jetzt? Ich weiß es nicht. Was ist los? Wir fahren. Vielleicht wäre es sinnig gewesen, ein Baufahrzeug zu haben, dass man sich hier dann durchwühlt. Ist das vielleicht der Trick? Moment, wieso ist das hier? Blabla im Norden hieß es. Okay. Was habe ich davon? Moment. Hier sieht's. Ja, wie ich es mir dachte, Abwehr. Endlich funktioniert das. Und geschossen haben sie nicht, weil sie wahrscheinlich mit Plasma bestückt sind. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Ah, da kommen sie schon. Okay. Gut, dann stellen wir uns hier mal hin. Lass uns ein bisschen, was mit der Brücke passiert. Ach, die haben die gesprengt. Sehe ich das richtig? Ha, ein Traum. Okay. Moment, ich komme da gar nicht ins Wasser. Wie darf ich mir das vorstellen? Wir machen auf jeden Fall schon mal die Abwehrgebäude weg. Das gefällt. Gerne mehr davon. Ja, dafür sind es natürlich ein Traum. Vor allem mit dem 13er Reichweite, okay. Aber dass sie jetzt alles gesprengt haben, halte ich für nicht so nett. Ich weiß nicht. Sollte ich vielleicht.
Soll ich den Transporter rufen und das Ganze darüber machen? Genau, jetzt versuchen wir das mal. Aber was meinten die mit im Norden? Heißt es hier im Norden ist alles super, da kann ich abernten? Oder was genau ist hier? Was genau ist denn hier Phase? Ja, viele Munition haben sie nicht mehr, das ist natürlich nicht so gut. Allein dafür bräuchte ich eigentlich ja schon ein Gebäude. Sehr schön. Könnte das reichen? Ich hoffe. Wir müssen dem Feind nicht folgen. Nee, nee, ist okay. Bleibt immer hier. Nee, ist okay, bleibt mal hier. Bleibt doch mal hier, bleibt doch mal hier. Transporter ist angekommen, so. Dann hätte ich gerne Einheiten im Feld. Komm, mach das Licht an, ist okay. So, erstmal Baueinheiten. Dann vielleicht ein bisschen was hiervon, ein bisschen was davon. Wir bauen noch die Lasereinheiten, die braucht auch kein Mensch mehr. Genau, auf dem Weg. So, jetzt mal schauen. Wir. Nicht. Nein, was macht die Mission? Ja, die reparieren es wahrscheinlich, die Geschichte. Also nach Norden ist nicht viel. Aber wenn es zu tief ist, kann ich ja sowieso nichts damit anfangen. So, wir schauen mal. Und zur Mission, bitte. 5000. Ja, ein bisschen Kohle haben wir dabei. Hier haben wir noch 20.000. Alles klärchen. Das heißt, ich muss irgendwie die Brücke wieder aufbauen. Unter Beschuss wahrscheinlich, ne? Und da kommt auf jeden Fall davor mal eine... Oh, spannend. Was machen wir da? Hier die Brücke wieder ganz. Und das hier mit mehr Munition. Okay. Das kriegen wir hin. Hat der vielleicht eine große... Ne, der hat eine Reichweite von 8. Gut, dann werde ich jetzt zweimal ersetzt. Transporter ist so. Ja, okay. Bereit. Transporter angekommen. Auslade bitte. So. Könnt ihr mal... Hoffentlich reparieren die es nicht. Nein, sie reparieren es nicht. Feuer frei. Und kaum sage ich es, kommt der Reparaturmann, oder? Ist das ein Reparatur... Ne, ist ein... Kein Reparierer. Vielleicht soll ich mich mal beeilen. Wo fährt er hin? Wo fahrt ihr denn hin? Habe ich so, glaube ich, nicht befohlen, oder? Naja. Sehr schön. Jetzt rauf das mal langsam. Hat noch jemand Munition? Der hat noch Munition. Der ist leer. Der ist auch leer. So, der ist auch leer. Da ist auch nichts mehr drin. Alles klar. Dann schnell hier runter zur Brücke. Genau, da in etwa hin. Da bauen wir da nämlich ein Munitions... Was ist denn hier los? Ach, der schießt nur noch auf den. Und das will er nicht. Da möchte er nicht angreifen. Okay. Ach ja, ich habe ja das... Ja, Reichweite reicht nicht. Jetzt würde die Reichweite reichen, deswegen heißt es auch so. Ist natürlich schlecht. Dann folgt dem doch einfach mal. Folgt doch mal ihm. Der hat noch ein bisschen Munition. So, jetzt folgendes. Und zwar, hier ist alles schön platt. Das ist super. Vielleicht ist es auch im Norden. Oder im Süden? Ich weiß es nicht. So, Versorgung. Selbstverständlich. Genau. Ich hoffe mal, dass ich das wirklich machen kann. Sonst müsste ich eine Brücke. Ihr könnt nicht eine Brücke, sondern einen Tunnel bauen. Schmale Brücke. Ja, das ist aber machbar. Sollte machbar sein, okay. So, dann bitte mal den Boyar her. Ja, das ist mir schon klar. Das ist natürlich auch klar gewesen, ne? Ach ja, direkt das Dickerchen. Dann, schnell anders. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Was geht auf das hier los? Sehr gut. Das ist nämlich nur die... Der Banner. Ja, die Kriegsfahrzeuge weiterschießen. Sehr schön. So. Aber wo sind die Reparatursachen? Sind die noch oben? Ach ja. Okay, dann mal mit davor und hier ein bisschen Ärger machen. Das Ding ist repariert. Noch nicht ganz. Sogar überhaupt nicht. Aber das macht nichts. Sobald ich mich hier hinstelle, dann sollte es eigentlich weitergehen. Seid ihr wieder auf Autoreparatur? Jawohl. Jawohl. Wir fahren. Genau, ihr fahrt. So, jetzt
Wird es wahrscheinlich ein bisschen Ärger geben. Oh, die Granatwerfer, während wir auf dem Dings stehen, das ist natürlich schlecht. Das ist schlecht. Platz machen. Schnell zurück. Ja, die Granatwerfer werden natürlich die Brücke jetzt mal so ein bisschen einäschern. Das ist natürlich nicht das, was wir eigentlich wollen. Aber die Reichweite, jetzt wo wir Lenkraketen haben, ist natürlich alles ein Traum. Alles ein Traum. Und nicht ein Albtraum. So, machen weg. Ja, komm. Mach. So ist schick. So. Jetzt, wo das hier weg ist, am besten mal hier wieder hinstellen. Video-Gegner in Sicht. Ja, vielleicht muss ich mich mal so ein bisschen eingraben langsam. Also Munition haben wir auf jeden Fall. Das ist gut. So, da gibt immer mehr Munition. Und du stellst mal hier hinten hin. Das kann ja nicht ganz sein. So, wo ist der? Da ist er. Wie Sie wünschen, folgst dir mal fleißig. Ja, Kommandant. Ihr versteckt euch wieder. Ich hoffe mal, die ernten das nicht ab. Das wäre nämlich sehr ungünstig. Aber ich glaube nicht. Deswegen sind da so viele Bäume drauf, dass die UCS das eben nicht kann. Feuer. So, oder war das hier? Irgendwo hier auf jeden Fall. Konnten wir den Feind angreifen? Das ist nur dieser eine Punkt. Na gut, dann mach's halt von hier, ist auch egal. Und der trifft wirklich nicht. Gibt's doch nicht. Hätte ich doch eine Wolga, ne? So eine schöne. Schöne Wolga. Wir brauchen. Okay, die nerven ganz schön. Also musst du mich eigentlich beeilen. Sobald das hier fertig ist, nach links orientieren. Und dann die Brücke weiterbauen. So, du kannst euch nur das Licht ausmachen. Und folgst. Und ihr macht alle mal das Licht aus. Genauso wie ihr hier unten. Du machst Licht aus und die Gebäude. Sowieso. Okay, du machst das Licht aus. Das reicht hier alles. Wir sind ja eh 5 Meter von unserem Start entfernt. Sehr schön. Festposition, Licht aus. Genau, ich habe auch gesehen, man kann die Sachen, wenn man sie baut, logischerweise, kann man denen direkt sagen, ach Mann, du sollst nicht, man kann es nur nicht richtig sehen, muss das irgendwie genau so. Liegt bestimmt an der Auflösung. Man kann also auch direkt die Leute zu Profi-Einheiten machen. Das heißt, wenn sie fertig sind, hier Script ändern, normal, nein, ihr sollt Profis werden, dass ihr euch dann immer zurückzieht, wenn ihr zum Beispiel nur noch ein Viertel Energie habt. Jetzt haben sie natürlich wieder Sicht angemacht. So nicht so intelligent. Aber der Fehler ist schnell behoben. So, den bitte mal alle machen. Das Problem ist, sobald ich jetzt da hinten begebe, also die Brücke hier baue, habe ich ein Problem. Ja, ein bisschen getroffen ist immer. Ach ja. Und aus dem platzt. Und weg ist es. Sehr gut. Dann bitte mal Platz machen. Ah, wobei, ich lasse die eine hier stehen. Sehr schön, jetzt kommt sie da auch nicht weiter. Kommt da was angedackelt? Nein, kommt es nicht. Dann bitte mal. Wo sind sie? Ah, da kommen sie in den nächsten Einheiten. Ich wünschte, ich hätte. Ah, okay. Ich glaube, es wird gar nicht so einfach, sich hier durchzuboxen durch die Kollegen. Ich kann sie mal einfach hier stehen lassen. Die Granatwerfer sind eben, ja, so ein bisschen gefährlich. Nur was macht man dann Sinnloses? Ich bräuchte eigentlich andere Einheiten. Gerade diese Lasergeschichten, weil man sieht, das dauert hier eine halbe Stunde. Mit den fetten Lasern könnte ich eigentlich eine Basis mal bauen, oder? 8000 haben wir noch. Wie wär's denn mal mit Produktion? Credits für Einheit haben noch 2000. Nun gut. Eins, halt das nicht. Obwohl, das ist auch nicht so schlecht. Können wir ins Wasser abhauen. Wäre also eine Möglichkeit, übers Wasser anzugreifen mit der Ionenkanone. Ich baue trotzdem mal den hier. Und das geht nicht mehr, ne? Genau, Einheitenlimit erreicht. Ja, super. Eine Einheit, von mir aus. Wir rufen den Transporter. Jawohl. Klar. Könnt ihr den schießen? Bleibt ihr wieder keine Munition.
Ja, man sieht sie. Haben noch nicht mal genug Munition, um hier wirklich gefährlich zu werden. Okay, wie wär's denn, wenn wir das Baufahrzeug nutzen und eine schmale Brücke nach hier oben bauen? Dass wir hier ansetzen. Funktioniert so nicht. Schmale Brücke. Hier ist das denn? Der hier? Transporter ist nicht. Möglicherweise, ja. Was jetzt? Ach so, die sind auf feinen Folgen, deswegen machen sie so viel Quatsch. Ich verstehe, ich verstehe. Na, vielleicht sollte ich das doch lieber hier machen. Geschwindigkeit ist auf Max. Ja, 99 Tage haben wir noch, das sollte erstmal reichen. Genau, jetzt baut er hier seine Brücke los. Ich weiß auch gar nicht, ob das funktionieren wird, ob er hier anknüpfen kann. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal die Abwehr hier alle gemacht. Das heißt, ich muss dann hier nach oben fahren, mich hier dann... Ach ja, da ist auch noch Feind. Ja, selbstverständlich ist da Feind. Ja, selbstverständlich. Was ist los? Kommen wir da hin? Kommen wir da tatsächlich hin? Oder können wir hier was eliminieren? Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen, klingt gut. Jawohl. So, rein da. Und dann wissen auch diese Einheit, weil so ein kleines Ionenfahrzeug brauchen wir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Was ist das eigentlich? Ach so, Banner. Ja, von mir aus. Auf den Weg. Verheiz mal alles in der Mission. Ja, was haben wir noch? 5000 ein. Ja, reicht schon. So. Die können momentan nicht viel machen, das ist aber okay. Eventuell geht es mir jetzt hier weiter. Ich kann mich schon mal hier nach vorne begeben. So, ist das jetzt eine... Nein, das ist keine funktionierende Brücke. Ich verstehe. Ach ja? Wie wär's denn mit... Ein Feld nach... zur Seite. Transporter ist angekommen. Oh oh. Ja, okay. Schaden machen sie ja zumindest. So, Transporter ist angekommen, habe ich gehört. Dann lad doch mal aus. Und bring vor allem das gute Laserfahrzeug mit. Wir extra gebaut haben, was? Ja, Kommandant. So. Was ist die konnte ich mal hier einreihen. Und hier geht's gleich richtig rund. Ja, machen wir die Gebäude weg. Das Problem ist halt jetzt... Sehr schön. Sie haben sofort die Ruinen alle gemacht. Weil da gehen sie ganz gerne hin. Obwohl... Bleiben da Ruinen übrig, wenn... So, ist schick. Ich meine, die Reichweite von Dingern ist halt jetzt abnormal hoch. So, und hier sind wir gleich durch. So, der ebnet schon mal den Weg. Das heißt, jetzt sind wir... Gibt es Arbeit für mich? Wir sind durch. Okay. Was jetzt? So. Schnell die Einheiten da positionieren. Gibt es Arbeit für mich? Und da oben wird wahrscheinlich dann gleich wieder die dicke Abwehr... stehen. Heißt, wir lassen hier mal die Einheiten stehen. Okay. So, mal gucken. Ja, genau, ich lasse mal die zwei hier unten stehen. Das heißt, ein Lasergeschütz und ein Ionengeschütz und eine Reparatureinheit lasse ich hier mal unten. Das sind Reparatur. So. Okay. Jawohl. Und die können die eskortieren? Die können sie nicht. Auf den Weg. Macht aber nichts. Ja. Gut, jetzt werde ich mich hier oben mal ein bisschen durchboxen. Denn so wie es aussieht, scheint hier oben noch fein zu sein. Vielleicht, bevor ich die angehe, Panama, genau, Panama mal speichern. Panama mal speichern. So. Jawohl. Reichweite ist hier allem überlegen. So, da können wir direkt wieder die Munitionsanforderungen stellen. Wir fahren, wie Sie wünschen, Kommandant. Ah, es wird schon alles klar. Hier, ideal, oben auf den Hügel draufstellen mit den Fahrzeugen. Unterwegs. Und dann unten alles wegballern. Schauen wir mal. Ja, da oben ist offen, das ist nicht gut. Ich könnte natürlich auch... Genau, hier könnte ich unten dicht machen, einfach mit dem Baufahrzeug. Wo ist es denn? Baufahrzeuge. Das ist eine, da unten ist das andere. Okay. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt auf der Karte, aber... Endlich funktioniert das. Für den Moment. Sollen wir wieder einen Graben bauen?
Wird sich anbieten, oder? Nach hier vielleicht? Irgendwie grob. Das klingt doch verlockend, oder? So, einfach mal vorfahren, Munition anfordern und wegmachen, was auch mal hier rumkreucht und fleucht. Ach ja, jetzt haben sie erstmal, naja, Kollateralschaden. Ist in dem Fall gar nicht mal so schlecht. Jawohl, Kommandant. Fahren wir einfach runter und machen alles weg. Und das hier bringt ja noch nicht so viel. So, dann können wir aber die Transporteinheiten schon mal hoch. Na, wo ist es? Transporteinheiten hier. Jawohl. 1, 2, 3, 4. Ihr fahrt nach oben. Und. Ja, das Baufahrzeug. Was mache ich denn hier unten? Ist hier noch irgendwas? Muss hier unten jemand stehen? Ich lasse mal die Kollegen hier. Ach ja, die könnten eigentlich auch mal längs hätten die da hochfahren können, aber naja. Wie sieht's hier aus? Hier haben wir Abwehrgebäude. Okay. So viel ist es aber nicht. Aber ich muss ja nur 50.000 rankarren. Und jeder Schuss muss einen Baum wegmachen. Vielleicht sogar mehr. Genau. Querschläger an mich sollten. Das heißt Querschläger, aber die fliegen alles weiter, machen alles andere auch noch alle. So. Und wie kann ich das dann. Vielleicht alle mal anklicken schon mal? Okay, das war schon wieder nichts. So. Ja, ist okay. Ihr müsst nicht völlig durchdrehen. So ein bisschen ist okay. Okay, so die Bäume anklicken. Nicht den Boden unter den Bäumen. Man sieht schon, gerade die Querschläger, die räumen ja ganz gut auf. So. Machen wir hier mal alles weg. Und dann kann ich mich jetzt anfangen, hier abzuernten. Okay, du da zum Beispiel hast dicht gemacht und. Sollen wir mal schauen, kommst du da wieder längs? Wahrscheinlich oben lang, ne? Genau, du fährst jetzt oben hier einfach mal außen rum. Hier hoch. Okay. Aha, da haben wir zwei Punkte, wo sie angreifen können. Alles klar. So, die warten auch schon auf ihre Aufgabe. Okay. Was ist los? Klar. So, hier mal alles weg. Was ist los? Wir fahren. Heißt, ich könnte mich am besten, oder sollte mich am besten hier irgendwo hinstellen. Hier werden sie ja wahrscheinlich angreifen, wenn überhaupt. So, die zwei können wir auch mit hochziehen, die eins dahinter oder umgekehrt. So rum zwei blockierte mal direkt und die eins mit Raketenwerfern direkt hinter, dahinter. Okay. Was? Gehen wir eigentlich wieder. Also das momentan passiert nicht so viel. Ich weiß nicht, ob die noch eine Basis haben, aber ich schätze mal. Ich schätze jetzt einfach mal ganz grob, dass die nicht viel machen können in der Mission oder machen werden in der Mission. Ist ja auch mal ganz nett. Selbstverständlich. So, dann am besten Vierer, ne? Machen wir zwei und zwei und zwei. Eins, zwei. Ein bisschen versetzt vielleicht. Selbstverständlich. Ja. Vielleicht mal das Licht aus. Klar. So, Licht ist aus. Und der mal nach hinten, so ein bisschen zumindest. Der darf dem Feind nicht folgen. Gebiet halten, feste Position. Hier wieder auch mal feste Position, dass ihr nicht doof hinterherfahrt. Wie Sie wünschen, Kommandant. So, jetzt haben wir vorne zwei quasi Ionengeschütze und eine Lasergeschichte. Ach ja, hat ja gut funktioniert. Wir machen es am dümmsten. So vielleicht. Ja, als Transportbasis, wenn es recht ist. Selbstverständlich. Wobei, jetzt ist es natürlich ganz besonders ungünstig. Jetzt steht es genau zwischendrin. Aber was ist da die bessere Variante? So was direkt gegenüber. Komm, passieren und fertig. So. Genau, wir müssen sie nur abtransportieren. Man kann sie notfalls wieder aus der Basis. Ach ja, Mine. Wie? Was? Eine Mine bitte. Machen wir so. Gut, die ersten beiden dürfen schon mal. Natürlich. Dürfen sich schon mal nützlich machen.
Fertig. Und natürlich Licht an, sonst dauert es ja ewig. So, okay. Jetzt macht dann die untere Geschichte. Was ist los? Beiseite stellen. Und Transportbasis. Also hier kommt eins raus. Gelände überprüfen. Ja, machen wir so. Selbstverständlich. Das dürfte hinhauen. Sie wünschen, Kommandant. So, du fährst diesen Weg und du fährst ein bisschen ungünstig, aber so, du holst hier das Zeug raus. Du kannst dich schon mal hier ein bisschen bedienen und du wirst die Ostseite benutzen. Jetzt werden sie gleich erstmal hochfahren, weil oben jetzt eine Raffinerie steht, wo sie was abladen können, oder? Oder machen sie das nicht? Nein, machen sie nicht. Sehr schön. Jetzt werden wir einfach nur abernten. Und zwar genau so. Perfekt. Na, wie ich mir dachte. Oh Mann. Okay, das war. Das ist leider alles andere als perfekt. So habe ich das Gelände doch nicht gut umgegraben, aber das macht nichts. So, wir haben 128.000 abzuernten. Alles. Probleme. Alles klar. Endlich funktioniert es. So, und scheinbar greifen die mich hier tatsächlich überhaupt nicht an. Das ist aber sehr gut. Das ist auch das, was ich schon meinte. Am Ende, da kann man halt so viel aus den Mappen holen, dass man eigentlich auch hier unten die Brücke wieder einreißen könnte, weil dann wäre nämlich alles wieder gut. Ja, aber das ist ja... Aber nichts zu tun ist irgendwie auch doof. Ich würde sagen, wir schnappen uns mal den Feind hier unten. Nähern uns hier mal ein bisschen an. So. Gehen wir mal gucken, wo der Feind denn nervt. Und hier mal in den Osten, vielleicht hat es sogar noch mehr. Wer weiß. Genau, die können auch weg, weil die nehmen nur kostbare Credits weg, die Einheiten. Ja. Wir kommen jetzt hier gerade morgen. Von daher. Wollen wir doch mal das Licht anschmeißen. Gut. Was ist los? Ja, das sind schon die Kollegen. Okay, jetzt geht's los. Aber man sieht es jetzt gleich, die Schilde fangen den Schuss auf. Und werden jetzt hoffentlich gleich... Okay, das ist nicht ganz so krass. Du kannst dich mal ein bisschen verziehen. Alles klärchen. So, jetzt mal gucken. Wie gut sind jetzt meine Lasersachen? Okay, schon halb tot. Und direkt zerfetzt. Noch nicht mal lahmgelegt. Ja, das fanden sie nicht so gut, dass ich hier... Ach komm, Ionengeschütz, fahr rein, oder? Na gut, dann nicht. Bitte Munition, danke. Ich bleib mal so ein bisschen im Süden hängen, weil da muss der nur einmal kurz auf die andere Seite fliegen, der Boyard. Das ist nicht schlecht. Was ist das hier? Ach, Basis. Okay. Wir sammeln im Süden eine Basis und greifen damit nicht an. Die Basis kann man sich mal geschwind schnappen. Das Gute ist mich jetzt die Reichweite, dadurch, dass ich jetzt so viel Übung hatte, sind die alle schon auf einem hohen Level, haben eine Reichweite, wo keine Feindeinheit mehr rankommt. Gegner in Sicht. Wir fahren. Jawohl. Sehr schön. Was ist los? Jawohl. Und die Munition läuft und läuft. Ja, jetzt sollte ich vielleicht einen weiteren Boyard irgendwie rankarren. Andererseits, naja. So, wer ist noch nicht dabei? Der ist noch nicht dabei, der auch nicht so wirklich. Ja, ich brauche mehr einen weiteren Boyard. Wo haben wir denn... Hier müsste ich einen neu bauen. Oder ich hole einfach einen Transporter. So, da sind noch zwei bauen. Einfach nur, dass es mal ein bisschen schneller geht in die Munition. Oh oh. Jetzt habe ich ein Problem, oder? Kommen Sie jetzt auf die Idee, mich anzugreifen, ja? So, der wird eliminiert, der wird auch eliminiert. Und lahmgelegt, sehr schön. Verdammt. Der ist lahmgelegt. Man sieht es, der hat einen lustigen Knubbel um sich rum. Der macht erstmal nichts mehr. So, macht den mal alle. Wieso habe ich eigentlich keine Reparatureinheiten hier bei meinen Leuten? So eine Art Challenge Run oder was geht hier ab? Das Board ist angekommen, sehr schön.
Aufladen. Feinde in Sicht. Wo? Scheiße. Ja.